Wir haben in den vergangenen Wochen einen Erneuerungsvertrag für Baden-Württemberg erarbeitet. Denn darum geht's, um einen echten Neuanfang und einen mutigen Aufbruch für Baden-Württemberg. Wir haben einen großartigen Koalitionsvertrag ausgehandelt und beschlossen, der auch den Herausforderungen entspricht, die wir vor uns haben. Dass zum einen der Klimaschutz natürlich ganz massiv ins Zentrum rückt. Aber auch Transformation und Innovation von Wirtschaft und Gesellschaft. Es ist ein Koalitionsvertrag entstanden, mit dem wir deutlich machen, dass wir die großen Aufgaben unserer Zeit auf der Höhe der Zeit angehen werden. Themen wie Gesundheit, künstliche Intelligenz, insgesamt der ganze Bereich der Digitalisierung wird in den nächsten Jahren weiter gestärkt werden. Baden-Württemberg ist ja Autoland und soll auch Mobilitätsland werden. Und vor allen Dingen ein klimafreundliches Mobilitätsland mit klimaneutralen Antrieben. Dass wir den Gesundheitsstandort gerade auch im Bereich Wissenschaft und Forschung deutlich stärken wollen. Und das Wahlalter wird abgesenkt auf 16. Damit besteht die Chance, dass der nächste Landtag wirklich noch mal viel diverser, jünger und weiblicher wird. Man muss Verhandlungen ja immer danach beurteilen, welche Ergebnisse sie auch bringen. Und die Ergebnisse, die können sich wirklich sehen lassen. Wir haben den grünsten Koalitionsvertrag der Republik. Das bedeutet, Klimaschutz und Nachhaltigkeit werden auch für die Kunst- und Kulturförderung eine größere Rolle spielen. Und schließlich wollen wir auch dafür sorgen, dass diese Gesellschaft zusammenhält. Ich freue mich sehr, dass ich wieder dieses wunderbare Amt der Landtagspräsidentin auch in den nächsten 5 Jahren weiter ausüben darf. Dass ich auch in der nächsten Legislaturperiode wieder Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst bin. Und zum 3. Mal bin ich jetzt Landesverkehrsminister. Wir dürfen jetzt wirklich hoffnungsvoll auf die nächsten Wochen und Monate blicken. Es sieht gut aus, dass wir die Pandemie endlich bald bewältigen können. Mir geht es nicht anders als Ihnen und euch. Ich habe die Schnauze voll von dieser Pandemie, ehrlich gesagt. Ich hoffe sehr, dass im Sommer tatsächlich Kultur wieder stattfinden kann, dass wir Kunst wieder erleben können, insbesondere Open Air. Miteinander lacht und schäkert, das habe ich vermisst und da freue ich mich richtig drauf. Wir für Klimaschutz, Zusammenhalt und gleiche Chancen. Für neue Mobilität in Stuttgart. Für innovative Wissenschaft, Kunst und Kultur. Für Freiheit und Sicherheit, für Vielfalt und Zusammenhalt. In Stuttgart und in Baden-Württemberg.